Er konnte Turm D1 spielen. Aber Springer E6, das ist alles nicht sehe. Als ob er das rechnen würde, ey. Das ist Zocken nach Gefühl. Einfach irgendwas spielen. Auch direkt wieder hier, ne? Springer A4. Bumm. Also hier rein. Was ist hiermit? Springer B6, Dame schlägt, C7, Springer. Ich weiß nicht, ob er das rechnet oder aber einfach nach Gefühl spielt. William Wallace, danke für den Sub. Dame F3 gibt es hier, ne? Ne, gibt es nicht. Der Turm ist ja gedeckt. Springer F6 einfach. Okay, Läufer B6 kommt. Dame B7. Das geht nicht. Okay, aber das hier muss doch einfach gewonnen sein für mich. Springer kommt nicht raus, Dame F3, Dame D4 Schach, König A1, Springer F6, Turm D1. Es gibt Dame C7. Dame F3, Dame D4 Schach, König A1, Springer F6, Turm D1, Dame A7, Läufer C6 Schach, Läufer D7, Springer C7 Schach. Ugh. Springer C7 Schach hat er auch noch. Dummerweise. Na, scheint trotzdem zu gehen für mich. Turm D1, Dame E. Oder auch nicht. Aber was macht er da für eine Scheiße? Ach so, er will auf A6 nehmen. Springer A6, Dame B7. Ich muss nur meinen Turm ins Spiel bringen, irgendwie. Ja, das ist leichter gesagt als getan. Es geht Turm F7, ne? Nee, geht nicht, wegen Läufer E7 zwischenziehen. Turm F7, König F7, Turm D7, Läufer E7. Ja, oh, das ist gut. Das ist gut, er deckt den ab einfach. Aber es ist gar nicht klar, Turm A1 droht er. Er droht aber sonst nichts, ne? B6 ist keine Drohung. Wenn B6 kommt, kommt der, dann gewinne ich den Bauern. Und ich, das ist nix. Jetzt kommt der. Ich muss König dahin spielen. Auf B6 habe ich immer Turm A6. Ich glaube, das ist einfach gewonnen für mich. Das war eine Ole-Ole-Verteidigung. Über 2-6, machen wir Schluss. Es ist jedes Mal das Gleiche, ne? Wenn ich wieder ruhiger bin, nach dem Stream, dann gewinne ich die Partien.